Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde und heute Laub, was jetzt in Massen anfällt und jedes Jahr und man meistens umsonst kriegt und wenn man mit der Schubkarre zum Friedhof geht und einfach mal eine große Schubkarre mitnimmt. Und was kann man alles aus Laub machen? Das Einfachste ist es direkt mulchen. Bei schwierigeren Sachen kann man es, also Laub, den man normalerweise nicht verwenden soll, sprich Eichenlaub, Walnusslaub, Thuja, Nadelstreu, kann man das zu Bokashi machen. Ja, und das gucken wir uns heute an, in welchen in Fässern, Müllbeutel und so weiter wir das hinkriegen. Erste Variante für die Faulen oder die ökonomisch Denkenden. Einfach das Laub ausbreiten, speziell wenn es jetzt nicht irgendwie Walnusslaub oder Nadelstreu ist oder Thuja, kann man das Laub einfach ausbreiten. Ruhig 10-20 cm dick hier auf unser Hügelbeet, was wir für den Winter gerne bedecken würden, damit da die Biologie weitergeht und es feucht bleibt. Und dann mit EM angießen, kann man in der Gießkanne machen, kann man mit dem Aquamix machen. Und zwar ruhig 1:200 verdünnt, da brauchen wir nicht so wahnsinnig viel. Das heißt 0,5% Einstellung auf dem Aquamix. 1:200. Und dann die Laubschicht gut durchfeuchten. Dann sorgen wir dafür, dass das sich schnell und positiv umsetzt, dass es nicht fault und dass die eventuellen Hemmstoffe, die ja manchmal drin sind im Laub, richtig gehende Herbizide haben die Laubbäume ja manchmal in dem Laub drin. Aber das sind dann speziell eben sowas wie Eiche oder Walnuss oder so oder eben Thuja und so. Und die werden dann von EM schon gut deaktiviert. Noch besser im Laubokashi, das zeigen wir gleich. Aber hier erstmal die ganz einfache Variante, wenn man relativ simples Laub hat. Kann auch ruhig ein bisschen Eiche dabei sein. Wir haben hier viel Ahorn, sehe ich hier, und Buche und Esche und so weiter. Das ist wunderbar. Der erste Schritt fürs Laubokashi ist, das Laub mit EM zu vermischen, zu vermengen, dass es sich überall verteilt. Und wir wollen, ja, der entscheidende Punkt ist nicht die Menge, wir brauchen nicht viel. Da reicht ein Liter auf 2-3 Kubikmeter Laub, ein Liter interaktiv auf 2-3 Kubikmeter Laub reicht völlig aus, so locker wie das ist, aber es muss sich verteilen. Das ist jetzt die Herausforderung. Und das Einfachste, um die Verteilung zu erreichen, ist mit Wasser. Also Gießkanne, ungefähr 1:200, 1:100 vielleicht. Also auf eine Gießkanne ca. 50 Milliliter. Zack, Schluck. Bisschen mischen. Und dann den Laubhaufen durchfeuchten. Wenn das Laub ganz nass ist, wenn da schon ganz viel Wasser drin ist, dass man gar nicht mehr Wasser reinkriegt, dann würde ich mit der Sprühflasche arbeiten. Da kann man dann pur reinmachen oder bis 1:10 verdünnt. Und das einfach oberflächlich einsprühen und dann mischen. Und nochmal einsprühen und nochmal mischen, dass es wirklich überall hinkommt. Mit dem Wasser verteilt sich natürlich besser überall. Also wenn man Wasser noch braucht, dafür ist das besser, idealer. So. Und auf so einen Laubhaufen, da können wir garantiert, das ist schon ungefähr ein Kubikmeter hier, da können wir garantiert 50-100 Liter Wasser raufkippen. Muss halt gucken, dass er das aufnimmt.
gleich mal kurz durchmischen zwischendurch. Aber das ist die Herausforderung, dass er auch schön feucht ist. Und da kann man sich natürlich wieder einfach machen. 0,5%, 1:200 mit dem Aquamix und Triateraktiv pur im Vorratsbehälter. Und er zieht das dann hier mit einem kleinen Schlauch, zieht er sich das hier durch den Wasserdruck hoch und hier durch. Und dann mischen wir das schön. Und jetzt der Clou. Geheimtipp. Dazu brauche ich noch mal die Gießkanne Wasser. Kleinen Moment. Wir arbeiten ja auch mit Komposttoiletten und mit Urin. Urin sammeln ist für jeden ganz einfach. Selbst wenn er keine Komposttoilette hat, einfach Urinflasche oder Flasche vorhalten. Und dann... Ich habe keinen dunklen Urin, sondern da ist schon Triateraktiv mit drin. Ich mache immer auf 1 Liter Urin 50, Moment, auf 10 Liter 500 Milliliter, auf 1 Liter 50 Milliliter EMA Triateraktiv. Mache ich vorher rein, wenn das dann rauf, dann fülle ich das und dann kippt der Urin nicht so schnell um. Dann ist er für ein paar Tage, Wochen stabil, dass er nicht gleich nach Ammoniak stinkt. Und ich habe das EM gleich mit drin, wunderbar. Wenn ich das jetzt zusammen ausbringe, dann habe ich mir gleich einen Arbeitsgang gespart und habe EM und Urin gleichzeitig. Und ich mische das hier ungefähr 1:10, also 1 Liter Urin auf die 10 Liter Gießkanne und dann Wasser. Und dann kann ich gleich den Urin mit ausbringen, weil Laub ist relativ vom CN-Verhältnis her, Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis her, relativ kohlenstofflastig, sprich, es hat ganz wenig Stickstoff drin, das heißt, es verrottet relativ langsam aufgrund des Stickstoffmangels. Und Urin ist praktisch der reine Stickstoff, nur N drin und passt wunderbar zum Laub. Das heißt, man kann auf so einen Laubhaufen locker, also das ist ein Kubikmeter Laub hier, da könnte man locker 10 Liter Urin mit raufbringen, dass man ein ausgeglicheneres Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis hat, dass das Laub schneller sich umsetzt und wertvolleren Humus bildet, der mehr Stickstoff hat. So, auch gerade bei Nadelstreu oder schwierigem Laub, Eichenlaub, Walnusslaub, ist nicht wirklich schwierig, mit dem ist das überhaupt kein Problem, aber da fördert der Stickstoff dann nochmal den Abbau dieser Hemmstoffe, dieser Art natürlichen Herbizide, die der Baum ausbildet, damit unter ihm nichts wächst. Damit wir da nicht unser Gemüse hemmen. Aber bis zum Frühjahr ist das auch bei gemulchten Sachen alles weg, wenn man da EM macht. Und das war das. Und dann noch ein bisschen Aquamix. Dann mischen wir durch und dann stopfen wir das in Mülltüte und in eine blaue 220 Liter Tonne. Und zwar richtig fest, desto dichter, desto besser. Da darf am besten keine Luft mehr drin sein. Also alles tun, dass es wirklich dicht da drin gestopft ist. Die Alternative wäre, einfach so einen großen Laubhaufen zu machen und dann mit Folie abzudecken. Wenn man ganz viel Laub hat und hat keine Gefäße, dann kann man das auch so durchfeuchten, verdichten und dann wirklich dicht rundherum mit Folie abdecken, dass keine Luft rankommt. Und dann brauchen wir... Ja, im Grunde kann man es bis zum Frühjahr stehen lassen. Wenn es wärmer wäre, wären es 4 Wochen, 8 Wochen. Aber in der Kälte der Jahreszeit würde ich es bis zum Frühjahr drin lassen. Und dann im Frühjahr direkt als Mulch auf die Beete, die man frisch angepflanzt hat. Ja, gucken wir mal.
das kann dauern. Dank eines speziell trockenen Sommers und immer noch trockenen Herbstes ist das Laub alles knochentrocken. Die Milchsäurebakterien, die Hefen und die Photosynthesebakterien in EM arbeiten dann anaerob, wie im Sauerkraut, wandeln die leicht verdaulichen Kohlenhydrate, Stärke-Sachen, die noch da sind im Laub, um in Säuren und prinzipiell knabbern sie alles so ein bisschen an. Das heißt, es sieht noch genauso aus wie vorher im Frühjahr, es sieht noch aus wie Laub, aber es ist so labbrig, so wie Sauerkraut noch aussieht wie Kohl, aber ein bisschen labbrig ist. Idealerweise riecht es sauer, wenn das Laub ein bisschen frischer war. Oder wenn man vielleicht sogar, keine Ahnung, Thuja, Heckenschnitt oder sowas mit dabei hat. Wenn das dann an die Luft kommt, wenn das dann gemulcht wird, ausgebreitet wird, dann kommen die Würmer ran, dann kommt Sauerstoff ran und dann entwickeln sich ganz schnell die Pilze und ganz schnell die Würmer und fressen das Laub auf. Und dann haben wir Humus. Also der Humus entsteht erst, wenn wir das Bokashi-Laub auf das Beet bringen, und dann braucht es ein paar Wochen, bis sich das komplett umsetzt und ernährt und bildet dann wunderbaren Humus und ernährt unsere Pflanzen. So, ich denke, wir haben jetzt genug gewässert. Jetzt stopfen wir das in Müllsack und Tonne. Wenn Sie bei uns Pflanzenkohle kaufen, kriegen Sie das ja ganz oft in Müllsäcken, die Sie genau dafür zum Beispiel verwenden können. Doppelt gelegter Müllsack, wunderbar. Dann kommt da auch keine Luft mehr ran. Einige empfehlen noch, das Laub vorher klein zu häckseln. Ist eine unnötige Arbeit. Lasst die Mikroorganismen die Arbeit machen, nicht wir. Ja, das war's schon mit dem Sack. Den binden wir dann gut zu. Da machen wir auch noch ein Band rum und dann haben wir's. Da. Wenn Sie uns mal auf dem Hof besuchen, dann können Sie die 220 Liter Tonnen von uns auch kaufen. Für ungefähr, genau, ohne Transport 30 Euro. Transport geht halt nicht, weil die Post diese großen Pakete nicht mehr mitnimmt. Früher haben wir die auch mal versendet, das geht leider nicht mehr. Aber wenn Sie mal vorbeikommen, da passen im normalen Auto passen schon 2-3 Tonnen rein. Das gibt jetzt eine richtig schön feuchte, dämsige Atmosphäre hier drin. Dadurch, dass wir dann den Deckel drauf machen, sauerstofffrei ganz schnell und feucht, anaerob, ohne Sauerstoff. Da gehen auch alle Samen kaputt. Also wenn da hier noch eine Walnuss dabei ist, die wird auch umgesetzt. Zumindest das Holz braucht natürlich länger, aber
Die wird nicht mehr keimen, auch irgendwelche anderen Unkrautsamen oder so. Egal was da drin ist, die schlimmsten Unkrautsamen, die ihr euch vorstellen könnt, die gehen hier drin auch kaputt. Das heißt, sie halten diese feuchte, anaerobe Fermentation nicht aus. Also es ist ein sehr schöner Weg, irgendwas zu hygienisieren gegen Samen, aber auch gegen, keine Ahnung, Monilia, Spitzendürre, Kastanien, Miniermotte, Walnusslaub mit dieser schwarzen Fliege und sonst was. Irgendwelche Krankheitsmaterialien, kann alles hier rein. Durch feuchte, anaerobe Fermentation gehen all diese Pilze, Krankheitskeime, Viren, Bakterien kaputt und die EMs werden dominant. Ja, wunderbar. Einmal nachstopfen. Deckel drauf. Wir sehen uns im Frühjahr wieder und Sie haben was zu tun im Garten. Bis bald.